Jetzt hier So, Kohle halbe Stunde sammeln. machen wir noch, dann machen wir Feierabend. Also sprich eine Folge noch. Ich habe die Folgen alle so zwischen 25 und 30 Minuten. Also 27, 28 Minuten meistens. Mal ein bisschen was länger, die Folgen gesetzt. Geht ja schon bald los dann quasi jetzt, wenn wir das Datum. Wenn ich das Datum gucke. Ich glaube auf 15 oder 16 geht es, glaube ich, schon los. Also immer nächste Woche. Quasi von unserer Sicht. Vom Originaldatum heute aus gesehen. Ich brauche Kohle. Wo finde ich Kohle? Unten, lass mich jetzt raten, irgendwo am Berg oder was? Ja, ich gehe jetzt Kohle holen. Sam. Ja, ich hätte auch gerne ein bisschen was, weil ich noch ein bisschen Glas machen will und so. Spinne, 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 komm her. Ja, Karte vergessen. Boah. Hilfe. Okay, leg dich niemals mit Spinne an. Oh, da schwebt eine Spinne. Nee, ist kein Spiel. Bei Markus da oben ist bei dir eine Spinne. Oh ja, Seide. Beziehungsweise Faden. Hurra! Das war jetzt der lächerlichste Tod, den ich je erlebt habe. Ran, bitte. Gerade ein Bärenbusch. Am Busch. Da Entschuldigung. muss dann einfach nur drinnen starten. So, bin wieder da. Ich war mal kurz Da auf hat der Marco Toilette. schön die Einladung für Baby verpasst. Auf den Fäden, was kann man da eigentlich nochmal machen? Seil oder sowas, glaube ich, war das Na, mal. Du kannst Angel machen, du kannst Pfeile draußen machen, da brauchst du aber dann noch einen Feuerstein, den kriegst du aus Kies. Müsst du mehrfach abbauen. Und noch so andere Dinge, glaube ich. Ist nicht viel, also du kannst, glaube ich, einen Haken kannst du machen, der Redstone triggern kann. So Stolperdraht in dem Falle. So, dann gehe ich jetzt noch mal ein bisschen auf Erkundungstour, ne? So. Oh, hier ist sogar ein Skelett unten gespawnt. Also hier ist auf jeden Fall ein Spawner. Ja Guck mal gut, das hier. kann jetzt sein, weil es dunkel ist. Ist ja nicht alles komplett ausgeleuchtet. Jetzt mal wieder dieses Geräusch gerade hier. Dieses dumpfe oder dieses helle? Das helle, diese wie so eine Glocke, so eine ganz. So wie so ein Klingeln halt. War das nur einer oder mehrere? Also so. Ein. Nur dieses. Ja, also Ja, so in der dann. Richtung. Warte mal.
Ach, du bist hier runter in die Höhle, Markus, ne? Ja, welche Höhle? Da unten ist eine Höhle. Da ja, bist die du. Hab ich gemacht. Ja, das ist geil. Da, ich brauch halt da ein bisschen Zeugs. Sorry, guck mich mal ein bisschen um. Das ist nur hier unten runter. Aber pass auf, wir sind Monster, ne? Ich hab ein Schwert, alles gut. Na, nicht einfach irgendwo reinbuddeln, bitte. Ich mach das gerade ordentlich. Ja, dann lass ich dich da mal machen. Nein, nein, ich meine Baby hier. Ja, ich habe hier gerade den Gang gemacht. Du kannst ja hier, hier, ihr könnt ja hier trotzdem weiter buddeln. Arme traurige Prinzessin. Sieht aus, als wäre sie total traurig. Lass doch den Kopf nicht so hängen. Finger weg von meiner Frau. Was hast du gesagt? Bruchstein, wo kriegst du den her? Na, nur einfach Stein abbauen. Dann wird er automatisch zu Bruchstein. Ja, wofür die Steine? Hier unten, nicht herum, hier überall. Hier, komm mit. Ja. Ja, du hast mich gerade angebeckert, als ich das abgebaut habe. Hier kannst du abbauen. Ja, Zweifel immer mit Sprengstoff. Bitte was? Alles schon Zeit. Bringt aber nicht viel, bei TNT geht immer 50% des Gesprengten löst sich einfach auf. Egal. Oh, ein Schwein. Oink. Schweine. Okay, du bist aber hier bei mir. Ja, ich hab's hinter mir. Fritze. Kriegst direkt wieder den Stock. Ja, mit Spitzhacke musst du abbauen. Das erklärt einiges. Du musst jetzt so eine Spitzhacke machen. Das erklärt einiges. Warum ich da nichts rauskriege. Das sage ich bei ihr auch immer. Dann gib mir doch Seeds. Kommt schon. Bitte. Tot. Rot. Jo, ich höre. Dach. Dach. Ich bräuchte überhaupt eine Spitzhacke. Ach, einfach eine stinknormale Holzspitzhacke. Ja, die reicht schon, obwohl die nicht so lange hält wie eine Steinspitzhacke. Oh. Ich bleib wieder runter. Damit ich mir eigentlich mal einen blöden Ofen machen kann und so. Den Stock krieg ich bei Glück aus dem Baum raus, ne? Nee, den kannst du aus den Brettern machen. Ja, ich brauch ich will mal wieder ein bisschen Werkzeug halt machen. Das ist jetzt gerade am meisten. Hab ich denn jetzt meine Holzbretter? Da. Holzbretter. Los, Huhn, geh ins Boot. Er glaubt, er wäre ein Huhn und hätte nichts zu tun. Yeah! Ich fahre mit einem Huhn durch die Gegend. Ernsthaft? Jo. Ich brauche ja neue Hühner, nachdem der dämliche Fuchs sie alle gekillt hat. Irgendwie müssen wir doch mal das Wasser hier aus diesem Unterhöhlensystem da wegkriegen, oder? Mit einem Eimer. Aber ja, aber dafür müssen wir dann trotzdem erstmal die Quelle finden. Ne, das ganze Wasser ist die Quelle. Oh, hier ist da Wasser. Da klatsche ich mal kurz Erde drauf. Bevor ich hier gleich alles überflute. Glücklich, eigentlich müsste man alles zubauen. Und dann wieder Schreischaufeln, aber das ist so aufwendig. Und da es aktuell leider keine Schwämme im normalen Modus gibt. Ups. Also ich brauche Eichenholz, damit ich nichts herstellen kann. Hmm.
glaube, es reicht erstmal. Die spawnen ja eh nur Fichten, ne? Ja, ja, wenn die wieder setzen. Boah, da gibt es auch irgendwo. Woran erkenne ich den, denn die Eichen? Hilfe. Die haben weißen Baumstamm, wenn ich mich erinnere. Okay. Das sind Birken. Es geht ja um Eichen, nicht um Birken. Die ja, Eichen sind etwas haben. Heller als die Fichten. Die okay. haben einen etwas helleren Stamm. Die findest du meistens auf normalem Dings. Und die haben einen runderen Blätterkranz. Also der Fichten ist mehr so wie so ein Pfeil und die Eichen haben mehr so einen runden Kopf oben drum. Aber wir haben ja alles hier nur Fichten, ne? Denke mal, ja. Ja, überwiegend. Aktuell nur. Weil wir halt sehr viele Fichten auch anbauen. Und wahrscheinlich die meisten Eichen schon. Ich habe einen Creeper gehört, der explodiert ist. Ja, bei mir. Ich habe angegriffen, oder er hat mich angegriffen und ich konnte nicht mehr in die Explosion hin. Ja, ich schiebe immer öfters was auf andere. Oder in andere. Wenn du Creeper siehst, Kev, dann immer ins Wasser rennen und den da explodieren lassen. Da passiert nicht so viel. Ja, alles gut, mir ist nicht so viel passiert. Ich habe noch essbares Zeugs. Es geht ums Terraforming. Ja, es geht um unsere Insel. Da soll nicht mal so viel. Da, der war eben Wasser, daher ist nicht so viel passiert. Hinterher werde ich nur noch das Schmelzofen. Da brauche ich aber Metallband. Und ich höre dich, geh weg. Sau. Klaumops. Wieso stöhnt dich jemand an? Oh, nee, der will mich wieder entweder beklauen, Sicherheit. Ah, leck mich doch mal. Hier ist voll verkriegt sich mein Vollmut, der fühlt sich an. Da hat jemand sein Mikro lieb. Hä? Da hat jemand sein Mikro lieb. What? Hat ins Mikro geatmet. So, haben wir noch irgendwas, was mir jetzt auf den Sack geht? Oh, ein Baby. Aua. Echo. Warum schreist du warm? Aua. Es greift mich was an. Ja, lass mich doch rüber. Da hat ihn was gebissen. Ja. Ja, ich brauche ja richtig nur Metall. Aha, hier sind wir. Okay, gut. Eisenblock. Okay. Aber ich habe eigentlich einen Ofen, yippie! Hätte ich was im Ofen, yeah! Sandstein? Ich sollte Sandstein. Ich muss auf mehr. Scheiße. Falls jemand noch eine Tür braucht, ich habe noch zwei Türen auf Lager und Glasscherben. Was sind diese komischen schwarzen Viecher mit langen Füßen? Sind das Endermans oder? Das Enderman. Ja, das sind die Endermen, nicht angucken. Wenn du denen in die Augen guckst, bist du Erzfeind Nummer 1. Ernsthaft? Ja. Die jagen dich bis ins Unermessliche. Und die können spawnen. Die spawnen überall hin, wo sie wollen. Scheiße, mein Fisch ist da drin. Ja, der ist gerade bei deinen Schafen drin. Ja, das ist nicht so schlimm. Ich habe gerade andere Probleme. Ich werde von einem blöden Wasservieh gejagt. Oh, lass mich doch in Ruhe. Oh, ist jetzt noch ein zweiter. Die Endermans, die klauen nur Blöcke. Das ist nicht so schlimm. Das war nicht so schlau mit dem Baum, weil der jetzt direkt im Weg steht. Hm.
Ist das dein Ernst? Oh. Ist der Zombie bei dem Huhn mit drin? Ja, ich sehe gerade ein Boot unten, ja. Oh. Das ist ein Bild gerade. Ja, da, das war das, warum ich doch vorhin so gelacht habe. Ja. Das war genau das gleiche Bild, warum ich vorhin so gefeiert habe. Ah ja. Okay, alle ins Bett, gut. Oh. So? Warte, alle warte. Im Bett? Nee, noch nicht ganz. Ich, yes. Ich bin drin. Wir sollten aber eh gleich in einer Viertelstunde sollten wir eh Schluss machen. Ne? Ja, 10 Minuten, 15, 10 bis 15 Minuten machen wir Feierabend. Das Huhn hat sogar vor Schrecken ein Ei gelegt. Der Enderman steht schon wieder da auf der einen Insel und überlegt, was er jetzt macht. Ja, der ist bei mir. Der spawnt jetzt nochmal weiter weg. Wenn man Endermans angegriffen wird, dann immer am besten mit dem Wassereimer angreifen. Weil die sind wasserscheu. Bücher und Bücher, okay. Sind die Viecher wie einfach zu besiegen? Also quasi kann ich die jetzt ohne Probleme angreifen? Endermans? Ja. Nee. Die sind also, brutal. Okay. Die haben, keine Ahnung, ich glaube 20 Leben oder so. Also wir haben ja 10 Herzen. Und die haben, glaube ich, 20. Mhm. Gott. Die haben mich mal Kilometer durch die Map gejagt, wo ich die nicht mitgekriegt habe. Ja, die spawnt ja auch einfach hinterher. Okay. War echt lustig, so lang, geh weg. Aua. Ich muss brutal labern. Kev ärgert mich. Was denn? Da kommt er raus. Ja. Meine Überlebenschancen sind höher als deine. Ja, scheiß Glück gehabt. Ich dachte, du kriegst die Tür nicht mehr auf. Hey, das ist was, hey, die geht nach innen auf. Ja, das habe ich dann auch bedacht. Ich dachte im Moment, die Tür, scheiße, die Tür geht nach innen auf. Und selbst wenn, die Tür ist immer ein Block groß. Wenn die jetzt nach außen aufgehen würde, dann wäre sie ja hier gebaut. Auf dem Block. Ist nicht wie im echten Leben, einfach mal einsperren. Ich dachte mir, ich hau dir ein bisschen Sand vor die Tür, dass er nicht mehr rauskommt. Und du sagst mir, dass der Enderman diesen Ritzblock gestohlen hat, oder? Keine Ahnung. Der kam mit Sand eben, glaube ich, oder? Nee, da, ja, an dem links, das war ich. Mhm. Bau dich doch ordentlich ab. Ich war, habe angefangen gehabt. Ja, sehe ich. Wir müssen uns trotzdem mal eine Ecke suchen, wir dann begradigen und so eine richtige Baumfarm machen. Weil das Problem ist, die Bäume, die hier stehen, die spenden Schatten und dann können die unten drunter Skelette, Zombies und so weiter stehen bleiben und warten einfach ab, bis jemand kommt und sie angreifen würde. Nur unsere Insel ist hier nicht relativ klein. Haben wir schon ein bisschen Platz dafür. Dann würde ich einfach sagen, dass wir die mehr nach hinten hin spawnen, bauen. Ja, das können wir dann ja. Also mehr in die andere Richtung der Insel. Genau, ist da, wo wir letztes Mal, wo wir am Anfang quasi reingelaufen sind. Genau, aus der Richtung des ursprünglichen Spawns. Oh, hier sind so viele Füchse, ey. Aber ich mag halt, ich möchte halt auch nicht total kahl haben hier, ich mag schon ein bisschen bewaldet. Stehst du auf kahle Stellen? Du kannst doch mit auf alle Fälle Gras und Blumen pflanzen und sowas. Knochenmehl zum Beispiel ist sehr effektiv. Da draußen. Die haben das geändert. Geil. Was? Früher war es so, wenn du ein Boot zerschlagen hast, dann ist es komplett kaputt gegangen.
Jetzt kriegst du es wieder, oder was? Jetzt krieg ich es wieder, ja. Sehr gut gemacht, Mojang. Wenigstens ein was. Noch mal ein paar Schafe züchten. Ein schwarzes benötigen wir noch. Hallo. Oh. Hallo, lass sie mal bitte. Leute, ey. Sehr schön. Oh. Hier, spüre meinen Samen. Oh Gott. Ja, den Samen kannst du hier in die Kiste, die Seeds kannst du hier in die Kiste machen. Das ist die Kiste. Die nutzen wir dann zum Anpflanzen. Von Getreide. Ich wollte es. Bewusst. So machen. Nicht sagen. Einfach mal nur mal hinnehmen. Mist. Ich finde die Wasserzombies aber sehr interessant. Man müsste halt trotzdem mal gucken, dass man halt jetzt drumherum überall um zwei Blöcke nach unten bauen, dass sie halt einfach nicht hier hochkommen. Dann haben wir die aus dem Wasser schon mal los. Ach so, aber dann müssten wir noch eine Grundbarriere drumherum bauen. Ja. Hä? Huh? Oh nein! Was denn? Ach, ich dummes Kind. Was denn? Was hast du getan? Ja, ich hab's. Ich hab Blöcke platziert in der falschen Ecke. Jetzt sind alle Schafe raus. Oh. Komm mit mir, meine Freunde. Also rausgesprungen sind, ne? Ja. Ich
wundere mich, warum auf einmal so viele Schafe bei uns sind. Dann sehe ich, das ganze Gehege leer ist. Wie war das mit der Überbevölkerung? Das war dann mal eine Massenvernichtung. Wie viele Schafe haben wir jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 Schafe, okay. 9. Da ist noch eins. Ah, ich denke, wir machen jetzt nochmal Feierabend, wa? Wir haben jetzt gleich für die vor. Auf jeden Fall habe ich gerade eine Stelle gefunden, die fürs nächste Mal interessant wäre. Ja, müssen wir mal gucken, dass wir nächste Woche Sonntag ich das dann nochmal angehen ein bisschen. Was für eine Stelle? Na, wo hast du doch vorhin diese Unterwassertunnel da gefunden? Ich habe da einen Bereich gefunden, der ist nicht so voller Wasser. Okay. Da könnte man vielleicht weiterkommen und gucken, ob man vielleicht doch einen Spawner findet. Ja, klingt ganz gut. Gut. Da machen wir mal feiern. Wir sehen uns. In der nächsten Folge geht's dann mal irgendwie weiter. Ja.